Herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht wiederum um das Thema YouTube, Klicks, YouTube, Traffic und so weiter und wie Sie mehr Besucher bekommen. Und der heutige Trick ist besonders einfach, aber auf den kommt man komischerweise relativ selten. Ich wäre nicht drauf gekommen, obwohl es bei mir auch schon ein Thema war, weil es wirklich so einfach ist. Und das heutige Thema ist ganz einfach. Wenn Sie ein neues Video hochladen, mailen Sie dieses Video an Ihre E-Mail-Liste, falls Sie schon eine haben. Das ist wirklich absolut einfach, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, denn man hatte immer irgendwie den Gedanken im Kopf, ich muss mir die E-Mail-Liste aufbauen, also Leads generieren und so weiter, egal wie Sie es machen, mit kostenlosen Strategien oder auch mit Pay-per-Click. Und dann hat man aber oft keine Ahnung mehr, was man jetzt eigentlich mit dieser E-Mail-Liste machen soll. Das war so ein Problem, das ich immer hatte, obwohl es ganz einfach ist. Man soll, wie auch immer und überall anders, möglichst viele Mehrwerte bieten. Und das kann man eben am besten mit Video. Das habe ich auch gemacht, aber ich wäre trotzdem nie auf die Idee gekommen, das Video einfach an die E-Mail-Liste zu mailen. Darum, ich würde vorschlagen, ganz einfach einen kleinen Text, eine Headline, die zieht, die Aufmerksamkeit erregt im Betreff, dann eine kurze Beschreibung, was im Video gelernt wird, im E-Mail-Text und dann einfach den Link auf das YouTube-Video. Dann ist das Ganze erledigt. Und auch hier, je mehr Kontakte Sie hier bereits natürlich haben per E-Mail, desto mehr Klicks werden Sie daraus bekommen. Und es ist auch wirklich wichtig, dass Sie das regelmäßig machen, denn es kommt auch vor, ich habe das schon gehört, dass es nicht nur mir so gegangen ist, man baut sich hunderte Kontakte auf, also eine E-Mail-Liste mit hunderten oder vielleicht sogar tausenden Kontakten und dann schreibt man aber diese Liste nie an. Das heißt, man hat irgendwie im Kopf, jetzt baue ich mir die Liste auf und dann warte ich auf irgendein besonderes Angebot und das sende ich dann raus. Und wenn Sie diesen Fehler auch machen oder wenn Sie auch so vorgehen, dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Wenn Sie jetzt hier ein Jahr lang vielleicht niemanden anschreiben, und immer nur aufbauen, aufbauen, aufbauen und dann plötzlich packen, schießen Sie irgendetwas raus, ein Angebot oder irgendetwas anderes in dieser Art, dann kennt Sie keiner mehr. Glauben Sie mir, Ihre Liste, die wird weniger. Die Leute tragen sich nach der Reihe mit dem Austragen-Link aus. Viele oder einige, bei einigen ist es mir sogar ergangen, die haben mir gesagt, sie drohen mit einem Rechtsanwalt, weil ich illegal ihre E-Mail-Adresse besitze. Ich habe mir aber keine einzige E-Mail-Adresse jemals irgendwo aus dem Netz gezogen von Leuten, die ich nicht kannte, ohne dieses Double Opt-in-Verfahren. Und die Leute können sich nicht mehr erinnern, dass sie sich irgendwann mal eingetragen haben. Drum machen Sie das wirklich, wenn Sie wenn Sie E-Mail-Adressen generieren, regelmäßig diese anzuschreiben mit Mehrwert. Und da passt eben dann ganz speziell Ihr Video, das Sie aufnehmen. Das ist jetzt so ein Tipp. Lassen Sie sich das mal durch den Kopf gehen und vielleicht kommen Sie jetzt auch dahinter oder vielleicht hatten Sie diesen Aha-Moment, warum sich vielleicht viele austragen, wenn sie nach langer Zeit erstmal diese Liste wieder anschreiben. Ja, das war's zum heutigen Tipp und es gibt wie immer, ich würde mich über einen Mag ich freuen. Lassen Sie mir hier Ihre Kommentare unter dem Video und irgendwo finden Sie den Hinweis, dass Sie mit einem einzigen Klick hier meinen Kanal abonnieren können für weitere Updates, für Mehrwertvideos. Und ja, das war's von mir. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.